Hallo und herzlich willkommen hier in Bern zum Motto-Festival 2023. Es ist Mittwochabend, Pre-Opening-Zeit. Wir gehen jetzt, schauen uns die Messe an und zeigen euch, was euch die nächsten vier Tage bis mit Sonntag hier in Bern erwartet. Ja, hier sind wir jetzt im Eingangsbereich vom Innenbereich vom Motto-Festival. Hier gibt es schon die ersten Töffe zu bestaunen, hier auf dieser Seite. Schweizer Motorradbau, also Töffe mit Schweizer Beteiligung und rechts Vintage Racing Töffe. Das ist so der erste Eindruck, den man von dieser Töffmesse bekommt. Dann geht es natürlich weiter rein in die Haupthallen, wo wir uns jetzt gleich anschauen. Ebenfalls im Eingangsbereich findet ihr das Motto-Festival Bike. Die, die uns folgen, werden das schon kennen. Das ist die Zero in Motto-Festival-Farben, die wir von vielen spannenden, berühmten Persönlichkeiten aus der Dörfbranche haben unterschrieben. Unter anderem Domi Jägertür, Tom Lüthi, Jacques Cornu, Matt Röbo, der Jeremy Sever, also ganz viele tolle Unterschriften auf diesem Dorf. Und den könnt ihr hier am Motto-Festival gewinnen. Da gibt es einen QR-Code. Den könnt ihr scannen, den könnt ihr mitmachen. Der Link zu dieser Verlosung tue ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch von daheim aus mitmachen, wenn es noch nicht längt, ans Motto-Festival zu kommen. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr die Zero SR in der Farbe vom Motto-Festival mit all diesen tollen Unterschriften. Ja, hier sind wir immer noch im Eingangsbereich, einfach schon eine halbe Halle weiter. Hier gibt es ganz viele alte Töffe gesehen vom FAM, von der Freude alter Motorräder. Also wirklich historische Modelle, die wir uns jetzt einfach hier mal ein bisschen von näher noch anschauen. Ja, bis jetzt sind wir immer im Erdgeschoss gewesen und jetzt bin ich auf dem Weg in den ersten Stock, wo die Haupthalle vom Motto-Festival sind, wo die meisten grossen Aussteller sind und ihre Töffe der Öffentlichkeit präsentieren. Und das schauen wir uns jetzt doch schnell an. Ja, wenn man hier oben ist, ist einer der ersten Stände, wo man sieht, der von Honda. Und hier gibt es eine absolute Neuheit. Das ist die Honda Transalp. Die ist auf dieser Saison ganz neu. Die werden wir in Kürze auch fahren können. Sind sehr gespannt, wie die funktioniert. Die hat den gleichen Motor wie die neue CB750 Hornet, die wir schon gefahren haben. Sehr überzeugt waren davon eigentlich. Darum sind wir auch auf die Transalp sehr gespannt. Sie soll genug Federweg bieten und genug Licht sein, für auch im Gelände etwas zu reissen. Und ist einfach eine weitere Mitbewerberin in diesem Bereich von diesen etwas kleineren, etwas leichteren Reise-Enduros und wir sind sehr gespannt drauf. Ja, mit dem Honda-Stand weiterlaufen, dann kommt man dann zu unserem Stand, zum Moto.ch, Motorsport Schweiz, Dörfmagazin-Stand, wo wir hier hinten haben. Es gibt hier Popcorn und wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal die Garagentalk-Bar hier. Da könnt ihr auch etwas trinken, gemütlich ein bisschen herhocken, ein bisschen Sendungen schauen von den vergangenen Jahren und einfach euch ein bisschen entspannen von diesem Messenstress. Ja, dann, wenn man bei unserem Stand vorbei ist, bei Gastagbar etwas getrunken, kommt man direkt zu BMW. BMW feiert das Jahr ja 100-jähriges Jubiläum, also wirklich etwas zu feiern hier bei den Deutschen. Und es gibt auch einen richtig coolen neuen TÜV, der auf die Saison neu ist, der M1000R. Wir haben auch schon getestet, das Video verlinke ich natürlich oben. Ja, ich würde ihn gleich mitnehmen, aber er ist so mässig angeschraubt. Wer sich gut auskennt, der wird jetzt anhand von dem schon sagen, an welchem Stand dass wir genau sind, auch wenn der TÜV, wo die Achsschenkellenkung davon ist, natürlich ein Bimota ist und nicht ein Kawasaki, wo wir hier natürlich auf dem Kawasaki-Stand sind. Aber Bimota gehört zu einem grossen Teil Kawasaki, wird in der Schweiz auch durch Kawasaki vertrieben. Die Achsschenkellenkung gehört der Bimota Tesi H2, auch die haben wir schon gefahren, können testen. Das Video verlinke ich ebenfalls hier oben. Bei Kawasaki gibt es dieses Jahr ein bisschen weniger Modellneuheiten. Zum Beispiel, aber bei Kawasaki Z650 ist die Traktionskontrolle ganz neu. Ein TFT-Display hat sie schon seit dem letzten Mal. Connectivity hat sie auch. Also immer noch wirklich ein sehr spannender TÜV in dieser Kategorie von den Naked Bikes in der unteren Mittelklasse. Und natürlich auch die Z900 ist weiterhin vorhanden, weiterhin Bestseller, Topmaschine. Ja, ein Modellreihe, den ich vorhin natürlich ganz vergessen habe, Kawa, wo wirklich auch neu ist auf dieser Saison, ist die 400er Modellreihe und hier die Z400 und es gibt natürlich auch eine verkleidete Ninja 400. Die haben auch diverse Updates bekommen für diese Saison. Wir sind die Z400 wirklich auch schon gefahren und
Und mit denen haben wir eigentlich viel Spass gehabt, für dass es natürlich ein Dörf ist, der jetzt nicht so viel Leistung hat wie die, die wir normalerweise fahren. Aber als Einsteigerbike in dieser Kategorie wirklich etwas Schönes und auch optisch halt angelehnt an die Z900, an die Z650, sodass es schön in die Familie reinpasst. Hier geht man vom Kawasaki-Stand aus weiter, kommt man zum Stand von KSR. KSR vertreibt diverse Marken in der Schweiz, unter anderem Royal Enfield. Und ich hocke jetzt hier auf der Royal Enfield Super Meteor 650. Das ist eine neue Art Cruiser mit dem 650er Twin, den wir auch schon aus vorherigen Modell kennen und uns eigentlich sehr positiv hat überrascht. Hier jetzt in einer gemütlicheren Sitzposition mit den Füßen vorne. Wir sind gespannt auf den ersten Test, den wir schon in Kürze werden können machen. Weiter gibt es bei KSR natürlich auch noch Töffen von Brixton. Da sind wir der einen hier schon gefahren, der 1200er. Den schauen wir uns auch noch schnell an. Auf dem Weg zum 1200er, den wir uns eben anschauen, ist mir hier noch ein neues Modell aufgefallen, respektive ein Concept-Bike, der Brixton Crossfire 500 Store. Informationen dazu, was das genau ist, haben wir eigentlich noch nicht so gesehen, aber aus wie so eine Rallye-Version von dem Brixton Crossfire, den wir ja auch schon kennen, mit dem 500er Motor. Gespannt, wie das dann mal auf den Markt kommt, wenn das auf den Markt kommt, wenn es überhaupt auf den Markt kommt, aber es sieht wirklich sehr interessant aus mit der Schnauze, so ein bisschen gewisse Anlehnung an die Husqvarna Norton 901 oder eine Ducati Desert X. Spannend auch in dieser Gewichtsklasse, sollte es ja dann auch relativ leicht sein mit dem 500er Motor, könnte also durchaus interessant sein. Ja, mittlerweile sind wir auch bei Brixton Cromwell 1200 angekommen, die ich vorher schon angesprochen habe. Die haben wir auch schon einen Vergleichstest gehabt das Jahr mit der Triumph Bonneville und mit der Moto Guzzi. V7 Classic war es, glaube ich. Hat sich dort wirklich eigentlich gut geschlagen mit dem 1200er Motor, 2-Zylinder, mit richtig schönem Punch. So auch ein spannender Töff, wo man sich sicher mal, wenn man hier im Motorfestival ist, auch mal anschauen kann, wenn ihm so etwas interessiert. Natürlich dürfen wir auch Suzuki nicht vergessen. Auch Suzuki ist auf der Halle 3.2 auf dem Weg, wenn man wieder drüber ist, in der Halle 3.1. Ich hocke hier auf der brandneuen Suzuki GSX8S. Einer von den relativ vielen neuen Töffen, die Suzuki auf dieses Jahr bringt. Sehr spannende Töffen und auch der, den wir als Hauptpreis verlosen bei unseren Töff Awards. Gefahren sind wir leider noch nicht, sind aber extrem gespannt drauf. Dürfte für Suzuki ein grosser Verkaufsschlager werden. Sonst auch noch neu sind Vollstrom 1050DE, also die Offroad-Variante davon, und die Standard-Vollstrom 1050, die etwas strassenorientiertere Variante mit 90 Zoll Vorderrad. Und auch dürfen, was wir gerade in Kürze werden können testen, ist die neue Suzuki Vollstrom 800D, also 800er Race-Enduro, auch für das Gelände gemacht. Also Suzuki hat dieses Jahr wirklich einen starken Modelljahrgang und natürlich sind all die Töffe auch hier am Stand am Motofestival zu sehen. Eine Race-Enduro geht sogar vis-à-vis von Suzuki, und zwar eine voll elektrische bei Zero hier, Zero DSRX. Das ist das neueste Modell von der amerikanischen Elektro-Töff-Marke. Auch die sind wir im letzten Jahr schon gefahren und haben mich sehr positiv überrascht davon, wie leichtgängig sich so einen relativ schweren und grossen Töff fahren kann, wenn die rotierende Masse aus dem Motor verschwindet. Und wie einfach das natürlich auch ist, so einen Töff zu fahren. Man nicht muss schalten, man nicht muss daran denken, ob man genug Drehzahl hat oder nicht. In den Hängen Spitzkehren. Also spannende Töff natürlich, obwohl die Reichweite für die ganz, ganz grosse Tour noch nicht ganz vorhanden ist. Aber eine spassige Maschine, die man hier beim Zero am Stand direkt neben Suzuki anschauen kann. Nachdem man den Schritt vor allem 3.2 über die Halle 3.1 macht, wird man begrüßt durch Aprilia. Ich habe hier auf der Aprilia RS660, der Sportbike für die Landstrasse mit 100 PS. Von der gibt es dieses Jahr auch noch die Extrema-Version. Die ist jetzt aber hier noch nicht auf dem Stand. Die RS660 aber schon, natürlich auch Tuono und RSV4, alles hier parat zum Probesitzen und Bestaunen. Und wer die Dörfbranche ein bisschen kennt, wird wissen, dass Moto Guzzi auch bei Piaggio ist, so wie Aprilia. Und darum auch nicht erstaunt sein, dass sich die Moto Guzzi hier am Motofestival neben den Aprilias befinden. Hinter mir ist das neueste Moto Guzzi Modell, die V100 Mandello, und zwar eine Spezialversion. Aviazione Navale in diesem, ja, leicht speziell, aber echt schöner Grau. Natürlich gibt es auch noch in den anderen Farben hier zu sehen, genauso wie die V85 TT, die V7 und all die anderen Moto Guzzis, die man kennt und liebt, hier direkt neben dem Aprilia-Stand. Ja, gut, auf der anderen Seite von Aprilia haben wir Harley Davidson.
Hier haben wir heute sogar eine Europa-Premiere erleben. Und zwar ist das die Harley-Davidson Road Glide Anniversary, die Spezialversion zum 120-jährigen Jubiläum von Harley-Davidson, die dieses Jahr auch mit der grossen Feierlichkeit in Budapest und in Milwaukee gefeiert wird. Diese Version hier ist leider schon praktisch ausverkauft, aber doch immer noch sehr schön anzuschauen mit dieser Speziallackierung. Natürlich auch alle anderen Harleys, zum Beispiel die neue Breakout hier auf dem Stand zu sehen. Von Harley Davidson mit riesigen V2 Verbrennermotoren kommen wir hier nebendran zu Energica und somit wieder zu einem Elektro-Töff-Hersteller. Schon vorher haben wir uns eine elektrische Race-Enduro angeschaut. Hier ist das Gegenstück von den Italienern, Energica Xperia, Töff, den ich auch schon mehrmals fahren durfte, und mir sehr viel Spass gemacht hat, der sich sehr dynamisch fahren lässt. Auch wieder hier rotierende Massen, die weniger vorhanden sind. 17 Zoll Vorderrad spielt natürlich auch eine Rolle. Ist ein sehr agiler Töff. Wir waren in den Dolomiten mit dem. Es macht wirklich viel Spass, wenn man sportlich auch unterwegs ist mit der Power, die sie auch hat. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber sicher etwas, wo man sich hier anschauen kann und mal Probe sitzen, wenn ihm das interessiert. Natürlich auch die anderen Modelle vom italienischen Elektro-Töff-Hersteller hier am Motto-Festival zum Betrachten. Es wird euch schon auffallen sein, wir haben uns in diesem Rundgang jetzt vor allem auf die Töff-Hersteller und auf die neuen Modelle konzentriert. Natürlich hat es im Motto-Festival aber auch ganz viele andere Aussteller, wie zum Beispiel der SAM, wie die FMS, wie diverse Helm-, Bekleidungs-, Zubehörhersteller, die alle auch ihre Sachen hier auf dem Motto-Festival zeigen. Das ist schon alles sehr spannend. Einfach im Sinn von einem kurzen und knappen Video haben wir uns jetzt auf die Töffen und auf den Action-Teil, den wir uns dann noch werden anschauen, spezialisiert. Wenn man am SAM vorbeikommen ist, dann trifft man unweigerlich auf einen Triumph-Stand. Und hier gibt es auch eine absolut heisse Neuheit, und zwar die neue Street 777 65 RS. Auch der Version nebenan natürlich. Aber die RS hat natürlich schon emotional ein bisschen die Nase vorne. Ich werde den schon nächste Woche in Jerez fahren. Da wird es natürlich auch erste Testberichte auf moto.ch, natürlich auch Testvideo auf YouTube geben. Also da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Natürlich auch alle anderen Triumphs von Rocket 3 über die ganzen Classic-Modelle bis hin zu den Tiger-Adventure-Modellen hier am Stand, wo Triumph, der wirklich schön und gross gemacht ist, zum Bestaunen bereit und auch zum Probesitzen, um ein bisschen anlängen und spüren, wie sich das so anfühlt, bevor es dann im Frühling vielleicht mal auf eine Probefahrt geht. Wer bei Triumph war, kann er auch noch vis-à-vis Abstecher machen zu Can-Am. Wird natürlich Leute geben, die sagen, sie nicht dürfen, weil sie vorher zwei Rädchen haben. Aber einfach mal zum Anschauen und zum Probesitzen ist spannend. Und wer mal die Möglichkeit hat und so ein bisschen offen ist für Neues, mal so eine Probefahrt zu machen. Also ich bin mal der Riker, das ist die leichte Version, die kleinere Version davon gefahren. Und das ist relativ lustig. Ich sage einfach mal, wenn man vorne extrem viel Grip hat, so dass dort nichts passieren kann. Man hinten aber nur ein Rad hat, wo man kann relativ wenig belasten kann, zum Beispiel auch im Schotter, dann ist ja, Driften möglich ohne grösseres Risiko oder ohne grössere Skills. Also echt mal etwas Spannendes. Natürlich gibt es auch ernsthafte Anwendungsmöglichkeiten für die Can-Ams, für diverseste Leute, die vielleicht Töff nicht mehr fahren können oder aus körperlichen Gründen nicht fahren können, weil sie nicht ihr Gleichgewicht behalten können. Das ist sicher auch spannende Gefährte, zumindest einfach mal zum Anschauen, auch wenn es einem persönlich vielleicht jetzt nicht eine Option ist anstelle von einem echten Töff. Hier bei Fantic gibt es mal etwas anderes zu sehen als so normale Strassentöffe, sondern nämlich hier haben wir die XEF 450 Rally, echter Rally-Töff. So hat auch ein Fahrer gerade jetzt vor kurzem Dakar fertig gefahren. Seht ihr, ist relativ hoch, darum hocken ich jetzt mal nicht drauf. Die Leute mit Längenbeinen dürfen aber auch hier kommen, Proben sitzen. Natürlich gibt es aber am Fantic-Stand auch die Caballeros zu sehen, die eher etwas strassorientierter sind und die Enduros und grosser und alles, was man sich so von der italienischen Marke gewohnt ist. Ja, von wegen etwas anders ausgesehen, auch die Zontes ZC125U hier sehr schön farbig beklebt. Sieht etwas anders aus als die meisten Töffe, die wir hier gesehen haben. Ist ein 125er mit Keyless-System, das ich übrigens schon fahren konnte. Kostet 4200 Franken. Gibt es hier am Stand direkt neben Fantic zu sehen, selber auch mit ein paar Modellen von Wosch, wo wir das Jahr auch schon im Test drin hatten. Also auch hier sicher einen Blick wert, mal vorbeizuschauen.
Mittlerweile sind wir im Keller, respektive im Untergeschoss angekommen. Und an diesem Motto-Festival, das heisst ja Motto-Festival, gibt es nicht nur neue Töffe und Helme und Kleider und so weiter zu sehen, sondern es gibt auch ganz viel Action. Zum Beispiel hier hinter mir ist eine relativ grosse Fläche, ich glaube 15 auf 50 Meter, asphaltiert worden. Und da gibt es Streetbike-Shows, nicht nur mit Töffen, sondern auch mit Quads und mit einem Smart. Wir werden euch da also auch sicher ein paar Bilder einspielen können. Dann hier hinter mir auf der rechten Seite, dort wird Trial Show stattfinden, auch das mit Töffen, aber auch mit Velos habe ich gesehen heute, was ich schon vorbereitet habe. Da läuft momentan leider gerade noch nicht viel. Nebenan haben wir den Racing-Bereich, da hat es Rennfahrer, die ihre Stände aufbauen können, der Marcel Brenner zum Beispiel, das Team von Mara, Domi Egerts, sein Fanshop ist schon da, das Team Bolliger ist da, der hier Boxenstopps zeigen wird, die ihr begutachten könnt. Und, weil das noch nicht alles genug ist, haben wir hinten noch den Food-Bereich, wo es verschiedene Food-Strände hat. Das ist wie ein Food-Festival mit Essen aus verschiedenen Ländern dieser Welt. Man kann sich dort holen, dann gemütlich herhocken, an den Städtischen stehen oder hier ein bisschen Action geniessen. Ganz von außen, wo es jetzt aber leider schon dunkel ist, gibt es auch noch die Freestyle-Show von Matt Rebo und Konsorten, wo sie wirklich die grossen Sprünge auf diesen Motocross dürfen machen, Backflips, all das. Von dem her, sicher auch ein Grund, hier ans Motto-Festival zu kommen. Es läuft Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 23. bis 26. Februar. Besucht uns an unserem Stand in der Halle 3.2, Stand A15 und Stand A13. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und man sieht sich am Motto-Festival. Ciao!